Hallo, mein Name ist Matthias Marquardt. Ich bin Laufexperte und Autor der Laufbibel. Ich möchte euch in diesem Film alles über die Therapie und Diagnostik von Schmerzen unter der Ferse, also fersensporenartigen Beschwerden, manchmal auch Plantarfasziitis genannt, zeigen. Wir haben dafür Philipp zu Gast. Philipp ist Marathonläufer und Ultraläufer, das heißt, er läuft noch längere Distanzen als die Marathondistanz. Er trainiert dafür 50 Kilometer pro Woche und seit 3 Monaten tut seine Ferse rechts weh. Was es damit auf sich hat, wollen wir jetzt herausfinden. Philipp, nimm doch bitte Platz. Philipp, erzähl mir doch mal, was tut dir weh? Warum bist du zu mir gekommen? Ich habe nach sportlicher Betätigung am nächsten Morgen Schmerzen in der Ferse. Wann ist das denn zum ersten Mal aufgetreten? Zum ersten Mal aufgetreten ist es letztes Jahr Anfang November. Du bist ja Läufer. Wie viel Kilometer trainierst du eigentlich pro Woche? Also wenn ich mich auf einen langen Ultramarathon vorbereite, trainiere ich ca. 3 bis 4 Mal die Woche, ca. 50 Kilometer insgesamt. Und hattest du, bevor diese Schmerzen auftraten, den Umfang besonders gesteigert? Warst du in einer Wettkampfvorbereitung? Ich habe mich schon davor auf einen langen Wettkampf vorbereitet, aber da waren noch keine Beschwerden zu merken. Okay, jetzt sind die Schmerzen da. Hast du schon was dagegen unternommen? Also ich war bereits bei einem Orthopäden und habe mir Einlagen verschreiben lassen, die bis jetzt keine große Besserung gebracht haben. Des Weiteren habe ich schon ein paar Übungen durchgeführt, um die Sehnen ein bisschen etwas zu entlasten. Okay, dann würde ich jetzt als nächstes bei dir eine Untersuchung durchführen, wo ich sehe, wie beweglich die Gelenke sind, ob Muskelverkürzungen da sind. Und wir werden auch einen Ultraschall von dieser betroffenen Region unter der Ferse durchführen. Und dann wollen wir mal sehen, wo diese Beschwerden eigentlich herkommen. Okay. Philipp schildert hier die typischen Beschwerden bei fersenspornartigen Beschwerden. Diese sind Schmerzen unter dem Fersenbein, die insbesondere nach dem Lauftraining auftreten. Das heißt, dass die Sportler meistens über einen morgendlichen Anlaufschmerz am Folgetag nach der Belastung klagen. Im weiteren Verlauf treten die Schmerzen aber auch gerne schon beim Training auf oder eben bei längerem Stehen und Gehen im Alltag. Was hat es bei diesen fersensporenartigen Beschwerden eigentlich mit dem Fersensporn auf sich? Im Fußlängsgewölbe verlaufen Sehnen und Bänder und Muskeln und diese verspannen das Fußgewölbe. Es gibt hier einen Ansatzpunkt unten am Fersenbein und genau das ist der Schmerzpunkt. Und hier kann sich durch dauerhaften Zug an diesen Muskeln eine Knochenzacke bilden. Die nennt man Fersensporn. Wenn sich dieser Bereich dann hier entzündlich reizt, dann haben wir also einen Fersensporn mit entsprechenden Schmerzen. Den Schmerz an sich, diese Reizung des Sehnengewebes, nennt man auch Plantarfasziitis. Das ist im Prinzip die genauere Beschreibung für den Schmerz. Es gibt nämlich auch Menschen, die haben einen Fersensporn, ohne dass ihnen das wehtäte. Also insofern ist es gar nicht so wichtig, ob derjenige einen Fersensporn hat oder nicht. Entscheidend ist, haben wir dort eine Reizung, die Schmerzen verursacht, und das würde man Plantarfasziitis nennen. Wie dem nun auch sei, es geht also darum, herauszufinden, wo genau ist der Schmerzpunkt und wann tritt das eigentlich auf. Auftreten tut das auffällig häufig bei Sportlern, die ein sehr hohes Fußgewölbe haben. Dieses hohe Fußgewölbe entsteht dadurch, dass eine große Spannung in der Fußsohle ist. Und diese Spannung überlastet gerne diesen Sehnenansatz hier und dann gibt es die fersenspornartigen Beschwerden. Man darf sagen, dass die fersensporenartigen Beschwerden ein sehr häufiges Problem in der ärztlichen Praxis sind und insbesondere auch in der sportärztlichen Praxis. Im Laufe des Lebens erleiden 10% der Bevölkerung diese Beschwerden. Und bei Läufern handelt es sich um die dritthäufigste Laufverletzung überhaupt. Das heißt, dass also 10 bis 17%, je nach Studie, die man betrachtet, der Läufer unter diesen Beschwerden leiden. Wir machen jetzt die Untersuchung von Philipps Bewegungsapparat. Und auch wenn wir wissen, dass der Schmerz hier liegt, müssen wir natürlich sehen, wie beweglich sind die Hüftgelenke. Und die Hüftgelenke drehen hier ganz einwandfrei. Entscheidend ist, ist die hintere Kette kurz? Also hier spannt es jetzt schon an der Oberschenkelrückseite. Und wir wissen, dass diese Kette über die Wade bis in die Fußsohle hinein verläuft. Die Wadenmuskulatur ist hier ebenfalls mit sehr viel Spannung versehen. Das heißt, wir haben eine kurze hintere Kette und wir sehen, dass das Fußgewölbe hier eher hohl ist. Da ist Spannung in der Fußsohle. Man sieht auch leichte Krallenzehen. Das passiert auch, wenn hier diese Fußmuskulatur verkürzt ist. Und deshalb haben wir hier auch die Überlastung an dem Ansatz von diesen Fußmuskeln. Also hintere Kette kurz, das ist entscheidend. Das Kniegelenk wollte ich mir noch ansehen. Das
Okay. Wenn du dich jetzt noch einmal auf den Bauch drehen würdest, bitte, Philipp. Wir können hier jetzt in der Kniebeugung noch sehen, wie beweglich die tiefe Wadenmuskulatur ist. Und auch da ist ordentlich Dampf drauf. Normalerweise könnte man den Fuß hier locker 30 Grad runterklappen. Wir schaffen hier vielleicht allenfalls 5 oder 10 Grad. Also die hintere Kette ist kurz. Und deshalb haben wir hier an dieser Stelle, da hast du den Schmerz, ne? Ja. Da haben wir die Probleme. Und diese Lokalität hier, die werden wir uns jetzt einmal im Ultraschall ansehen. Wir machen jetzt bei Philipp einen Ultraschall von der Plantarfaszie und von der Achillessehne. Man macht immer beide Sehnen bei Sportlern, die Beschwerden unter der Fußsohle haben, weil diese beiden Sehnen miteinander vergesellschaftet sind. Das ist beides die Streckerkette und wer hier Beschwerden hat, hat manchmal auch schon hier Veränderungen. Das wollen wir natürlich vorzeitig entdecken. Das ist jetzt die gesunde Seite. Wir sehen hier eine normal dünne, im Ultraschall helle Plantarfaszie. An dieser Stelle wäre übrigens auch der Fersensporn, wenn einer da wäre. Hier ist keiner und wir haben hier etwa eine Dicke der Plantarfaszie so von gut 3 mm. Das ist normal. Die Achillessehne sehen wir hier auch mit einer normalen Dicke von etwa, wir messen das mal nach, 5 bis 6 mm, so ist es normal. Die Sehne ist nicht verdickt, das ist alles in Ordnung. Also, gesunder Fuß hier auf der linken Seite. Jetzt gucken wir, was rechts los ist. Wir schauen als erstes auf die Plantarfaszie und gucken, ob wir dort einen Fersensporn haben, also eine knöcherne Ausziehung, und ob wir dort eine Verdickung haben. Und wir haben in der Tat eine Verdickung der Plantarfaszie hier auf über 6 mm, das heißt, sie ist fast doppelt so dick wie auf der anderen Seite, sieht aber anderweitig, wenn man hier im Powerdoppler nach Gefäßen schaut, wenn das ein längerfristiger, chronischer Prozess ist, dann sprießen mitunter Blutgefäße in dieses Gewebe der Sehne ein. Das sehen wir hier erfreulicherweise nicht. Und wie Philipp auch gesagt hat, das Ganze geht erst seit 3 Monaten. Das werden wir gut in den Griff kriegen können. Nun, das also zu der Fußsohlensehne. Jetzt schauen wir auch hier noch auf die Achillessehne, ob dort auch Veränderungen zu sehen sind. Und große Freude, wir sehen hier eine völlig gesunde Achillessehne ohne Verdickung, ohne Degeneration. Jetzt wissen wir, was los ist und wir fahren fort mit den weiteren Untersuchungen in der Bewegungsanalyse. Wenn du bereit bist, kannst du losgehen. Wir führen bei Philipp nun eine Fußdruckmessung durch. Dadurch können wir die Druckverteilung unter der Fußsohle exakt beurteilen und Fußfehlstellungen sicher erkennen. Für die Durchführung einer Bewegungsanalyse werden die wesentlichen Gelenkmarkierungen auf der Haut gesetzt. So kann man die Bewegung von Fußgelenken, Kniegelenken und Hüftgelenken in der Funktionskette beurteilen. Wir werden jetzt eine Bewegungsanalyse durchführen. Dabei werden wir seitliche Aufnahmen anfertigen, um die Lauftechnik beurteilen zu können. Außerdem werden wir Aufnahmen von der Rückseite des Sportlers anfertigen, um die Stabilität von Becken, Beinachse und Fußgelenken beurteilen zu können. Philipp, wir haben jetzt alle Untersuchungen durchgeführt. Du erinnerst, bei der Untersuchung haben wir festgestellt, dass die hintere Muskelkette, also hintere Oberschenkelmuskulatur, Wade und Fußmuskulatur verkürzt sind. Wir haben in der Fußdruckmessung gesehen, dass der Fuß sehr viel Spannung in der Fußsohle hat. Dadurch bildet sich ein leichter Hohlfuß aus und diese vermehrte Spannung macht eben die Überlastung unten am Sehnenansatz unter der Ferse. Wir haben dann im Ultraschall auch gesehen, dass tatsächlich dort eine Verdickung dieser Sehne stattgefunden hat, was ein Zeichen dieser Reaktion dort ist und was diesen Schmerz erklärt. Jetzt geht es darum, woran liegt das eigentlich, was können wir dagegen tun? Und wir haben deine alten Laufschuhe hier, in denen du schon einige Kilometer gelaufen bist. Und die Frage ist natürlich, hat der ein besonderes Abriebmuster? Kippt der nach innen, kippt der nach außen? Ich sehe hier eine leicht vermehrte Innenkantenbelastung und ich sehe allerdings am Abrieb unter der Schuhsohle kein auffälliges Bewegungsverhalten. Das heißt, wir müssen jetzt
anhand der Bewegungsanalyse-Daten schauen, brauchen wir möglicherweise eine Versorgung, die dich innen mehr unterstützt. Da gibt es die Möglichkeit, das über den Schuh selbst zu tun oder durch eine Einlegesohle, die einen besseren Kraftschluss zwischen Fuß und Schuh herstellt, sodass das Gewölbe nicht so stark abflachen kann. Das kann man in leichten Fällen mit einer solchen Sporteinlage machen. Das kann man in schwierigeren Fällen, und bei dir würde ich aufgrund der Situation, die wir gesehen haben, eine solche Einlage bevorzugen, mit einer Spezialanfertigung machen, wo man einen Zehensteg einsetzt, der deine Zehen in eine permanente Dauerdehnung bringt, sodass wir die Spannung aus der Fußsohle rausziehen, indem wir über die Zehen eine Dehnung erzeugen. Also eine spezielle Einlagenversorgung brauchen wir, um den Fuß besser zu stabilisieren und gleichzeitig eine Entspannung der Fußsohle zu erzeugen. Wichtig ist aber auch noch, dass wir über die Bewegungstechnik beim Laufen sprechen. Philipp, wir haben in deiner Bewegungsanalyse gesehen, dass du ein Vorfußläufer bist. Das heißt, hier kannst du das sehen, du setzt zuerst mit dem Ballen auf und federst dann quasi auf dem Ballen mit der Wadenmuskulatur das Fersenbein ab. Viele Läufer glauben, dass das besonders günstig ist, wenn sie diese fersensporenartigen Beschwerden haben, weil sie dann ja nicht auf die Ferse drauftreten. Die ist dann ja in der Luft, wenn man darauf federt. Das ist allerdings nicht richtig, denn wenn man mit dem Ballen zuerst aufsetzt und über diese Muskelkette federt, dann federt man genau mit der Struktur, die hier hinten ohnehin schon überlastet ist. Das heißt, bei akuten Schmerzen unter der Ferse sollte man besser, auch bei einer guten Lauftechnik, flach über die Ferse laufen. Wenn du dir das hier ansiehst in der Laufbibel, in der Beschreibung der Lauftechniken, dann geht es insbesondere hier um die Landephase. Es ist eine gute Lauftechnik, mit dem Ballen zuerst aufzukommen, weil sie besonders schnell und effektiv ist. Aber sie geht eben mit einer Mehrbelastung deiner schmerzenden Struktur einher. Deshalb wäre es gut, wenn du die guten Bestandteile deiner Lauftechnik behältst, also vorne einen kurzen Schritt machst, aber trotzdem gerade eben über die Ferse aufkommst, damit du diesen Federeffekt rausnimmst. Dann wirst du noch schneller schmerzfrei. Und damit das Ganze noch schneller geht mit deinem Behandlungserfolg, werden wir jetzt einige Lokaltherapien an dieser Plantarfaszie durchführen. Für die effektive Therapie des fersensporenartigen Schmerzes unter der Fußsohle ist die Stoßwellentherapie ein bewährtes Verfahren. Ergänzen kann man dieses um eine Lasertherapie, die eine hohe Energieübertragung in die Tiefe des Gewebes vornimmt und dort die Zellen aktiviert. Zusammen mit einer sogenannten ACP-Injektion, einer Therapie mit Eigenblut, die weniger Nebenwirkungen aufweist als Cortison-Injektionen, lassen sich so schnelle Behandlungserfolge erzielen. Insbesondere bei akuten Schmerzen haben sich Kälteanwendungen unter der Fußsohle sehr bewährt. Tapeverbände entspannen die Muskulatur und führen so ebenfalls zu einem schnelleren Behandlungserfolg. Die Frage aller Fragen für den Sportler ist, wird das eigentlich wieder gut, wenn ich Schmerzen unter der Ferse habe? Ja, das wird es mit allergrößter Wahrscheinlichkeit. Mehr als 90% der Sportler sind mit den hier besprochenen Therapien und mit den Trainingsübungen, die wir gleich besprechen werden, gut zu behandeln und werden wieder schmerzfrei. Es gibt allerdings einige hartnäckige Verläufe, die durchaus Monate, manchmal auch länger als ein Jahr damit zu tun haben. Also früh und intensiv und optimal therapieren, das ist das A und O. Die Operation ist übrigens wie so oft nicht das rettende Ufer. Operative Eingriffe sind erstens seltenst notwendig, aber sie sind auch nicht das Mittel der Wahl, weil die Ergebnisse nicht zufriedenstellend sind. Insofern ran an das Training und wir gehen jetzt direkt rüber in die Trainingstherapie. Mit dem Flossingband kann man eine Kompressions- und Dekompressionstherapie von Fußsohle und Sprunggelenk erreichen. Besonders effektiv wird diese Übung zur Mobilitätssteigerung des Sprunggelenkskomplexes und zum Auflösen von Verklebungen in den Faszien durch das Wadenheben unter der straffen Wicklung. Durch das An- und Abwickeln des Bandes kommt es zu einer besseren Ernährung des Gewebes, sowohl von der Plantarfaszie als auch von der Achillessehne.
Das exzentrische Wadenkrafttraining ist die wichtigste Übung für Patienten mit Schmerzen im Bereich der Achillessehne oder der Plantarfaszie, im Volksmund auch Fersensporn genannt. Es werden dabei 6x15 Wiederholungen am Tag durchgeführt und das Übungsprogramm wird ohne Pause für wenigstens 12 Wochen durchgeführt. Aus dem Hochzehenstand wird die Ferse langsam exzentrisch herabgelassen und dann wieder zurückgeführt über Wadenspannung in den Hochzehenstand. Um Schmerzen im Bereich der Fußsohle, insbesondere bei Plantarfasziitis, dauerhaft effektiv zu beseitigen, ist eine gute Stabilisierung des Fußes durch kräftige Muskeln sehr wichtig. Es eignet sich hierfür eine Kräftigungsübung auf dem Stabilisationstrainer, die 3x für 1 Minute durchgeführt wird. Der Zehen- und Hackenstand wird dabei bei möglichst gerader Haltung des Rumpfes jeweils bis zum maximal möglichen Bewegungsausmaß durchgeführt. Die Dehnung der Fußsohle ist bei der Plantarfasziitis, also bei fersenspornartigen Schmerzen, sehr, sehr wichtig. Man begibt sich hierfür in die tiefe Hocke und kippt dann in Richtung der Knie nach vorne und hält dabei den Ballenbereich bei gestreckten Zehengelenken auf dem Boden. Hierdurch kommt es zur Dehnung in der Fußsohle. Die Dehnübung sollte wenigstens 20 Sekunden gehalten werden. Da die Wadenmuskulatur in einer funktionellen Kette mit der Muskulatur der Fußsohle arbeitet, ist auch bei fersenspornartigen Schmerzen die Dehnung der Wadenmuskulatur sehr wichtig. Es wird hierfür ein langer Ausfallschritt nach hinten durchgeführt und der Fuß zeigt dabei gerade nach vorne. Bei gestrecktem Knie wird die Hüfte leicht nach vorne geschoben und dadurch die Dehnung in der Wade erzeugt. Die Übung wird sowohl mit gestrecktem Kniegelenk als auch bei kürzerem Ausfallschritt mit gebeugtem Kniegelenk durchgeführt. Beide Übungen sollten für jeweils 20 Sekunden gehalten werden. Die Fußsohlenmuskulatur kann mit einem Triggerpunktmassageball effektiv entspannt werden, um die Schmerzen bei fersenspornartigen Beschwerden zu lindern. Man rollt stets nur die Muskulatur im Fußgewölbe und nicht die knöchernen Anteile des Fußes, um die muskulären Verspannungen und somit die Triggerpunkte gezielt zu lockern. Neben dem 10-maligen Vor- und Zurückrollen können auch einzelne besonders schmerzhafte Areale durch gezieltes punktuelles Vor- und Zurückrollen bearbeitet. Das myofasziale Release der Wadenmuskulatur, also das gezielte Entspannen der Muskeln und das Lösen von Verklebungen der Faszien mit einer Faszienrolle, ist bei Schmerzen im Bereich der Wadenmuskulatur, die immer im Zusammenhang stehen, auch mit Schmerzen im Bereich der Fußsohle, eine besonders effektive Therapie. Man darf nicht glauben, dass man bei Schmerzen der Ferse nur diese behandeln sollte. Die Funktionskette Wade-Fußmuskulatur muss immer ganzheitlich bearbeitet werden. Man kann dieses Training in 3 Stufen durchführen. Als erstes rollt man nur ein Bein unter Gewichtsentlastung mit dem anderen Bein, was für viele Menschen, die diese Übung zuvor nicht durchgeführt haben, durchaus Beschwerden verursachen kann. Wenn man diese Übung besser verträgt, kann man den Schwierigkeitsgrad steigern, indem beide Beine parallel auf die Rolle gelegt werden. Und wenn man noch höheren Druck auf die Triggerpunkte bringen möchte, dann überschlägt man das eine Bein über das andere Bein und fährt mit der Übung fort. Üblicherweise rollt man 10-mal vor und zurück, kann allerdings die Übungsintensität steigern, indem man einzelne schmerzhafte Triggerpunkte mit gezielten Vor- und Zurückbewegungen bearbeitet. Die Dehnung der hinteren Oberschenkelmuskulatur gehört unbedingt zur Therapie von fersenspornartigen Schmerzen, also Schmerzen unter der Fußsohle, dazu. Natürlich wirkt es auf den Laien befremdlich, eine ganz andere Region zu dehnen als die, die wehtut. Aber die myofasziale Kette
Also die Verkettung von Muskeln und Faszien reicht von der Fußsohle über die Wade bis in die hintere Oberschenkelmuskulatur und den Gesäßbereich. Und man kann den Spannungszustand in der Fußsohle, der Schmerzen verursacht, nur effektiv bekämpfen, wenn man die ganze hintere Kette aufdehnt. Die hier gezeigte Übung, die idealerweise mit geradem Rücken durchgeführt wird, was allerdings wie in diesem Falle bei starken Muskelverkürzungen schwer durchführbar ist, wird idealerweise für 20 Sekunden gehalten. Die tiefe Hocke ist eine Schlüsselübung für die Therapie von fersenspornartigen Beschwerden im Bereich der Fußsohle. Zum einen wird bei dieser Übung die Mobilität im oberen Sprunggelenk gefördert, was die Beweglichkeit von Fuß- und Wadenmuskulatur steigert. Zum anderen wird der Gesäßbereich und der untere Rücken effektiv gedehnt, wie es mit keiner anderen Übung möglich ist. Sind schon sehr starke Verkürzungen vorhanden, wie in dem hier gezeigten Falle, ist es erforderlich, sich zu Beginn dieser Übung an einem Gegenstand oder an einem Trainingspartner festzuhalten, weil sonst Gefahr droht, nach hinten überzukippen und die Übung nicht korrekt durchführen zu können. Man kann diese Übung über zunächst 20, 30 Sekunden, später auch gerne einige Minuten aufrechterhalten, um die Mobilität an den genannten Stellen zu fördern. Das war unser Film zum Thema Fersensporn. Ich hoffe, ihr habt viel gelernt zum Thema Diagnostik und Therapie und vor allem, wie ihr euch jetzt selber schnell helfen könnt. Aus meiner Sicht sind die entscheidenden Dinge das Dehnen der hinteren Muskeln am Bein, das Arbeiten mit der Faszienrolle im Bereich der Waden- und Fußmuskulatur und dass ihr auf eine Einlagenversorgung achtet, die den Fuß detonisiert, also eine Entspannung der Fußsohle herbeiführt. So kommt ihr am schnellsten zurück in euer Lauftraining. Es gibt noch 9 weitere Filme zu den entscheidenden Laufverletzungen. Wenn ihr noch andere Probleme habt oder Freunde von euch Probleme haben, sagt ihnen Bescheid. Ich wünsche euch allzeit viel Spaß beim Lauftraining.